Yo Leute, willkommen wieder einmal zurück zu meinem Pokémon Heart Gold Let's Play hier in Orania City in der Kanto-Region, genau. Im letzten Part habe ich ja bereits den ersten Arena-Leiter von Kanto besiegt, nämlich Major Bob. Der hat nämlich hier seine Arena, gleich hier. Hat mit Elektro-Pokémon gekämpft, aber was er natürlich nicht wissen konnte, mein Tanupto beherrscht ja jetzt doch das Erdbeben. Und Bodenattacken sind ja richtig schön stark gegen Elektro-Pokémon. Und somit habe ich auch schon meinen ersten Orden in der Kanto-Region gewonnen. Der wird mir hier auch wunderbar schön angezeigt. Also oben hier, ne? Ist richtig super. Und was ich eben so toll finde an Kanto, ich habe die freie Wahl, in welcher Reihenfolge ich die Arena-Leiter hier herausfordere, weil es gibt keine festgelegte Reihenfolge. Ich kann mir selber aussuchen, wen ich hier jetzt als nächstes herausfordern werde, und ich brauche aber trotz alledem auch hier wieder alle 8 Orden, um dann noch was anderes Cooles machen zu können. Aber jetzt muss ich noch auf was eingehen. Also ich möchte einfach mal darauf kurz eingehen. Also erstmal, ich habe halt, das wisst ihr eh von mir, ich habe relativ weit auf Vorrat aufgenommen und deswegen konnte ich in den vorherigen Parts noch nicht darauf eingehen, obwohl es eigentlich schon so weit war. Und zwar rede ich natürlich jetzt von den angekündigten Remakes von Pokémon Rubin und Saphir namens Omega Rubin und Alpha Saphir. Die kommen ja wirklich dann für den Nintendo 3DS schon im November 2014 raus. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe schon immer daran geglaubt und immer wieder damit gerechnet, dass es irgendwann mal soweit sein wird, weil es haben die Fans schon lange darauf spekuliert, eigentlich glaube ich schon seit es dann Heart Gold und Soul Silver gab oder sogar schon seit Feuer und Blatt Grün, könnte man sagen, haben die Fans darauf spekuliert, dass es irgendwann sicher auch mal Remakes der dritten Generation geben würde. Und ja, mittlerweile wurde das ja dann vor einiger Zeit, ist jetzt noch nicht so lange her, wurde das dann mal offiziell angekündigt. Allerdings hat man noch nicht wirklich was gesehen, außer einem wirklich minimalst kurzen Teaser, ja, noch nicht mal ein Trailer, sondern nur ein Teaser, wo man halt kurz gesehen hat, wie Groudon und Kyogre auftauchen und das Wetter beeinflussen, aber das war's dann auch schon. Mehr ist ja dabei noch nicht bekannt, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eigentlich eure Meinung dazu ist. Also ich persönlich freue mich riesig darüber, weil, wie gesagt, die Smaragd-Edition ist auch eine meiner allerliebsten Pokémon-Editionen. Und ja, bevor die Frage auftaucht, ich möchte schon sehr gerne Alpha Saphir Let's Playen, weil ich habe nämlich früher auch die Saphir-Edition gehabt und deswegen werde ich mir wohl Alpha Saphir holen. Einfach aus dem Grund, erstens, weil Blau mein Lieblingsfarbe ist und weil ich Kyogre irgendwie cooler finde als Groudon, aber das ist halt Geschmackssache. Also ich würde wirklich sehr gerne, am besten natürlich zum Release, ein Let's Play von Pokémon Alpha Saphir machen. Das ist dann halt im November 2014, also bis das soweit ist, da läuft noch viel Wasser die Donau hinab, aber egal. So, wollte ich jetzt einfach nur mal so gesagt haben. Also ich persönlich, wie gesagt, ich freue mich riesig drüber. Ich hoffe persönlich auch sehr stark auf Mega Gewaldro und Mega Zoompax, weil ich glaube, die Mega-Entwickler werden sie jetzt nicht abschreiben, wenn die erst in XY neu dazugekommen sind. Und vor allem auf den Covern der Edition sehen ja Kyogre und Groudon auch so aus, als gäbe es für die beiden dann auch eine Mega-Entwicklung. Aber wir werden alles weitere noch sehen. So, auf jeden Fall hier in Orania City gibt es jetzt nicht mehr wirklich was für mich zu tun. Ich kann auch hier kurz reinschauen in den Pokémon Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen, na dann sind wir wohl auch willkommen. Es ist einfach zu niedlich, wenn Piepi seine Arme nach mir ausstreckt. Ach ja, Piepi ist einfach zu süß. Hey, da ist sogar ein Lorblatt. Herr Lorblatt! Was macht das denn hier? Das gehört doch eigentlich nach Johto. Sieh nur, mein Lorblatt. Das Blatt aus seinem Köpfchen ist ja so süß und schick. Ja, ich finde Tanupto immer noch cooler. So, wen haben wir hier noch? Unser Vorsitzender ist wirklich sehr rätselig, wenn es um Pokémon geht. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe schon mehr als 150 Pokémon trainiert. Ach, ich könnte einfach stundenlang über Pokémon reden. Möchtest du eine meiner tollen Pokémon-Geschichten hören? Meinetwegen. Sehr schön, da will ich doch gleich mal deinem Wunsch nachkommen. Mein geliebtes Galoppa ist bla bla, aber es hat auch bla bla, wobei bla 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 bla, es ist ebenso niedlich. Ach ja, da wird mir ganz warm ums Herz. Bla 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 und überhaupt bla, mein ganzes Leben habe ich bla, würde man zumindest denken, bla. Und ich dann so bla, aber es kuschelt eben gerne, bla bla, ja, wild und schön, bla bla. Oha, so spät ist es schon, mit dir vergisst man echt die Zeit. Danke, dass du dir so geduldig meine Schwärmerei angehört hast, dafür bekommst du jetzt auch was von mir. Sonderbonbon erhalten. Feine Sache, danke. Diese Sonderbonbon macht schlafe Pokémon fit. Aber meine Pokémon sollen lieber durch Kämpfe stark werden. Du kannst es also haben. Ha, finde ich ja toll. Einfach mal ein bisschen zuhören und schon bekommen Sonderbonbon. Sehr gut.
Das werde ich mir dabei aber noch aufheben, das will ich noch nicht verwenden. So, wer ist hier noch zu Hause? Safronia, 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 ich will nach Safronia fahren. Ich will nämlich den Magnetzug sehen, den Magnetzug, den Magnetzug. Weißt du über den Magnetzug Bescheid? Er bildet eine Brücke zwischen den Leuten in Kanto und Johto. Oh, das ist richtig. Und praktischerweise befindet sich Safronia City gleich nördlich von Orania City. Also da könnte ich eigentlich hingehen, weil dort gibt es auch eine Pokémon-Arena. Also werde ich mal Orania City nach Norden verlassen. So, hier sind wir jetzt auf der Route 6. Und natürlich gibt es hier auch ein paar Trainer, das haben wir hier. Oh, die TM62 Silberhawk habe ich gerade gefunden. Sehr schön, ist eine Käferattacke. So. Ihr braucht aber jetzt nicht glauben, dass die Pokémon hier, die Wilden, irgendwie ein bisschen stärker sind. Das stimmt nämlich nicht wirklich. Und hey, was ist denn das für ein Typ da? Was macht der da? Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Ach, es gibt ein Problem beim Kraftwerk, das ist aber nicht so gut. Tunnelpfad. Von hier aus gelangst du über den Untergrund von Safronia City, von Orania City bis nach Azuria City. Okay. Naja, das geht leider nicht, weil der Typ will uns halt nicht durchlassen, weil es ein Problem am Kraftwerk gibt. Aber meinetwegen, dann gehen wir halt den direkten Weg. Safronia City. Wunderbar, das ist die größte Stadt in Kanto. Liegt doch schön zentral gelegen. Du kommst aus Johto? Mit dem Magnetzug gelangst du schneller zurück nach Johto, als du Schwupps sagen kannst. Schwupps. Ich bin immer noch da. Voll die Lüge, ey. Du hast voll gelügt. Hier wohnt Mr. Psycho und wehe, jemand nennt mich alt. Okay. Ist ja schon gut. Das hier ist es, was du willst. Stimmt's? TM29 erhalten. Du weißt doch, was das ist, oder? Die TM29 enthält Psychokinese. Mit ein bisschen Glück lässt sich damit die Spezialattacke des Gegners senken. Ja, wieder eine TM bekommen, feine Sache. So mag ich das. Immer weiter TMs sammeln. So, die Arena, die ist hier rechts oben. In Vatania City gibt es ein Trainerhaus, wo sich Pokémon-Trainer aus der ganzen Welt treffen. Ja, da werden wir auch noch hinschauen, aber jetzt noch nicht. So, und hier noch ein ganz wichtiges Gebäude. Das ist die Silphco, berühmt für ihre Pokémon-Artikel. Deshalb hatte es vor einiger Zeit auch Team Rocket auf sie abgesehen. Ja, das war vor 3 Jahren, also zur Zeit von Feuerrot Blattgrün, wir erinnern uns. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerad Zwickbär. Ja, meinetwegen mach ein Foto, wo wir gerade vor der Silphco stehen. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. Du kannst dir den Schnappschuss an dem Computer ansehen. Ja, dankeschön. So, Silphco Bürogebäude. Hier sieht es richtig toll aus. Also, klar, mit der neuen Grafik hier sieht er gleich viel besser aus. Aber ich glaube, man wird uns hier leider nicht wirklich rauflassen. Warte mal eben, dieser Aufzug ist leider gerade nicht in Betrieb. Es scheint so, als gäbe es irgendwelche Probleme mit der Stromversorgung und deshalb fährt er auch nicht richtig. Aber da du extra hergekommen bist, um dir unsere Büros anzusehen, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Upgrade erhalten. Das ist das neueste Produkt der Silphco. Das gibt es noch nirgendwo zu kaufen. Ja, stimmt ja. Das ist ja dann für ein Pokémon namens Porygon, um es zu entwickeln. Aber das geht ja dabei sowieso nicht, weil ich keins habe. So, ist hier nicht eigentlich... Nee, der ist noch gar nicht da. Ah nee, Gatsch, der war ja, glaube ich, ganz woanders. Ach, egal. Willkommen im Bürogebäude der Silphco, ja. Es ist aber auch nicht vorgesehen, dass man den Hardgold Soul Silver da oben hinkran, weil da gibt's hier nicht wirklich was. Da ist nichts Wichtiges, also deswegen gehen wir wieder. Aber ich weiß noch, später wird hier eine sehr wichtige Person sein, aber die ist halt noch nicht da. Ich glaube, diese Person ist dabei in einer anderen Stadt zu finden. So, und hier oben haben wir übrigens noch den Bahnhof. Hier. Safronia City Bahnhof für die Magnetzugstrecke zwischen Kanto und Johto. Aber wir wissen ja schon aus Ducati City, dass der Zug gar nicht fährt. Und jetzt wissen wir auch warum. Weil es ein Problem mit dem Kraftwerk gibt. Oh nein, so ein Schlamassel. Im Kraftwerk ist eine Maschine ausgefallen und jetzt haben wir keinen Strom mehr. Das ist natürlich blöd. Hi, hast du einen Fahrschein? Ich habe einen. Jeder in Safronia hat einen, damit mit dem Magnetzug benutzen zu können. Ja, schade, ich habe leider keinen. Aber ich kann einen bekommen. Der Magnetzug ist das Zeug, aus dem Träume gemacht sind. Das Treibstoff braucht nur Strom und Magnetkraft. Ohne Strom ist er allerdings nicht viel mehr als eine langweilige Metallkiste. Na, so ist das leider mit der Technik.
Bevor der Bahnhof des Magnetzugs gebaut wurde, stand hier ein Haus. Darin lebt ein kleines Mädchen, das alle Leute die Nachahmerin nannten. Ach stimmt, ja, die sollte ich auch mal besuchen. Ist eigentlich sogar ganz wichtig, dass ich die besuche. Die wohnt jetzt nämlich in diesem rosanen Häuschen hier. Hier wohnt die junge Nachahmerin. Wenn du mit ihr sprichst, ahmt sie immer die anderen Leute nach. Das kann ziemlich verwirrend sein. Tatsächlich? Ich bin immer aufgeregt, wenn ich das erste Mal einen neuen Gang betrete. Sehr zu meinem Leidwesen ahmt meine Tochter gerne andere Leute nach. Keine Minute vergeht, in der sie normal mit mir spricht. Die Nachbarn nennen sie sogar schon die Nachahmerin. Meine Tochter tanzt mit ihrem Charakter immer ein bisschen aus der Reihe. Sie vergrault jeden, der sich auf sie einlässt und mit ihr Freundschaft schließen will, indem sie nachahmt. Das macht sie zu einer Einzelgängerin. Das ist aber traurig. Oh, und hier ist ein Heiterer. Ein Heiterer. Richtig, naja, selten. Ja, Chanere ist selten, aber Heiterer, das muss man sich ja dann entwickeln und so, aber egal. So, ah, das scheint es zu sein. Wow, der hat ja hier einige Pokémon-Plüschpuppen. Aber Naskinet und Kinoso und... Banette und hier noch sogar ein Pipi. Hallo, bist du ein Fan von Pokémon? Hey, ich habe dich zuerst gefragt. Hä, was soll das hier werden? Du bist echt komisch. Hm, das Nachahmen aufgeben? Aber das ist doch meine Lieblingsbeschäftigung. Tja. Ja, das ist ein Pipi. Ach so, es ist nur eine Puppe. Ja, genau. Ja, diese Puppe sieht ja ziemlich echt aus. Uah, sie hat sich bewegt. Hoppla, das war wohl ein echtes Banette. Oh, ey, das ist ja wirklich ein echtes. Das ist also jetzt mal keine Puppe, aber ich glaube, die anderen sind Puppen, oder? Ja, da hat jemand eine Puppe von einem nasenförmigen Pokémon aufgestellt. Das ist ein Naskinet. Da hat jemand eine Puppe von einem blumenförmigen Pokémon aufgestellt. Das ist ein Kinoso. Oh, Alter, man denkt eigentlich, Banette ist jetzt auch nur eine Puppe und dann ist das sogar ein echtes Pokémon. Aber okay. Gut, mit ihr kann ich dabei noch nichts machen, weil wir müssen wirklich erstmal im Kraftwerk was erledigen, bevor wir von ihr dann was bekommen. Aber ich glaube, ich gehe jetzt wirklich erstmal in die Arena. Weil hier gibt es ja eine. So, hast du noch irgendwas zu sagen? Über unsere Stadt wurde ja mal im Radio berichtet. Ich freue mich zwar über das Lob für meine Heimatstadt, aber es ist mir auch ein klein wenig peinlich. Ach so, warum denn? Safronia City, die strahlende Stadt im Licht. Ja, Team Rocket ist ja nicht mehr hier, also deswegen geht es der Stadt auch jetzt besser. Als ich in die Pokémon-Arena, als ich die betreten habe, war ich willentschlossen, mir ein paar fremde Trainer vorzuknöpfen, aber ich muss mir ausgerechnet diese verlassene Arena dafür aussuchen. Mann, ist mir das peinlich. Willkommen im Karate-Dojo. Ja, hier ist nämlich direkt neben der richtigen Arena hier noch ein Karate-Dojo. Ich habe sogar mal gelesen, das war ganz witzig, es heißt, dass es mal vor einiger Zeit mehr oder weniger einen Kampf gab, also einen Pokémon-Kampf, wo halt entschieden wurde, wessen Gebäude jetzt hier wirklich die offizielle Pokémon-Arena sein soll. Und da hat natürlich der Typ vom Karate-Dojo gegen die Arena-Leiterin hier verloren und dann... wurde natürlich sein Dojo nicht als offizielle Arena anerkannt, aber so ist das halt normal. Hä? Was ist denn hier los? Ist ja fast gar keiner mehr da. Liegt alles auf dem Boden rum hier so? Tag auch. Der Karate-Meister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf einer Trainingsreise in einer der Höhlen von Johto aufgebrochen ist. Genau. Der ist nämlich gar nicht hier. Aber den könnten wir finden, wenn wir halt später wieder nach Johto zurückkehren, aber das ist aber auch egal. So, nee, komm, wir machen jetzt wirklich die Arena. Die sollte eh ganz leicht sein. Pokémon-Arena von Safronia City, Leiterin Sabrina, die Meisterin der Psycho-Pokémon. Ja, an die erinnern wir uns natürlich auch. So, ihre Arena, ja, hat sich zwar optisch verändert, aber vom Prinzip her ist sie etwa gleich geblieben. Hey du, zukünftiger Champ, einem Trainer deines Kalibers brauche ich sicher nicht erklären, wie man mit Psycho-Pokémon umgeht, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir, viel Glück. Na dann. Ja, das ist eigentlich genau wie damals. Hier gibt es Warpfelder und wir müssen halt immer das Richtige finden und... Oh, die hat mich gerade gesehen. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinen Körper strömt. Eine Rüstung von Medium Anastasia und sie hat ein Bronzel. Tja, Stahlpsycho. Level 45, na gut, wir sind 10 Level stärker, also dann Flammenwurf. Ich finde das immer so cool, dass die ganzen Trainer in der Kampfregion eine ganz andere Kampfmusik haben, finde ich richtig super. Das ist mal eine schöne Abwechslung. So, und was hast du noch? Ein Hypno. Okay.
Wie wär's dafür mal mit Simsala? Das hat nämlich eine Überraschung für alle Psycho-Pokémon parat. Ja, Vorwarnung von Hypno, ja, wissen wir ja. So, die Überraschung für alle generischen Psycho-Pokémon ist natürlich der Spukball. Take this! Das hat es überlebt? Wie gibt's das denn? Angeberei! Ach, na ganz toll. Jetzt wird Simsala verwirrt. Ja, der Angriff steigt stark, aber Simsala wurde verwirrt. Na, vielleicht habe ich Glück und es haut sich nicht selber aufs Maul. Ja, Glück gehabt. So, nochmal Spuckball und weg bist du. Gewonnen! Das war einfach. Du bist stark, viel zu stark. So, ich habe leider keine Ahnung, welches Waffel ich als nächstes nehmen soll. Ich nehme einfach mal das hier oben. Also den eigentlichen Weg zu Sabrina kenne ich leider nicht. Aber egal. Also wir haben sie kurz da drüben schon sehen können und... ich wollte jetzt gerade gar nicht zurückgehen oder... Ah, vielleicht doch, ich gehe mal das untere Feld. Also da drüben links, da steht Sabrina. Aber wie komme ich nur zu ihr? Wie komme ich zu ihr hin? So, da ist wieder so eine alte Omi... Kann ich mal woanders hingucken? Egal. Ich muss eh kämpfen, ist doch wurscht. Ich habe sie deutlich vor mir. Ich kann in die Tiefen deiner Seele blicken. Was? Das kannst du nicht. Das kannst du doch gar nicht. So, Medium Daphne hat ein Phlegmon. Ah, da ist Tornupto vielleicht nicht so gut. So, auswechseln auf Ampharos. So, was macht es? Aussetzer. Ha, fehlgeschlagen. Ich habe noch keine Attacke benutzt, du Vollidiot. Ladungsstoß. Und tschüss, Fleckmon. Voll das komische Geräusch gemacht. So. Und jetzt noch ein Lamus. Na, da bleibt Ampharos mal draußen. So, was guckst du so doof, hä? Ladungsstoß in your face. Und zack. Es muss doch voll wehtun, wenn es da hinten in den Schwanz gebissen wird, aber Lamus checkt das hier alles immer viel zu spät. So, und schon wieder gewonnen. Depos easy. Ja, fast wieder ein Level für Ampharos, das ist schön. Ich kenne zwar die Tiefen deiner Seele, aber verloren ist verloren. Ja, das hast du gut erkannt. Verloren ist verloren. So, Teleportation. Und gleich noch einmal. So, oh, hier haben wir schon wieder einen Trainer. Übersinnliche Fähigkeiten kommen aus der Seele. Das ist wohl wahr. So, eine Herausforderung vom Psycho Frederick. Oder auch Frederick, so. Er hat einen Kadabra. Naja, wir wissen ja alle, Kadabra noch Simsala haben leider eine sehr bescheidene physische Verteidigung, also einfach mal Erdbeben. So, shake the ground. Das dürfte eigentlich schon ausreichen, uns zu besiegen. Natürlich, und wie ist das hart? So, was noch? Ein Girafarik. Okay, da bringt der Spukball nichts, weil das ein Psycho-Normal-Pokémon ist. Na gut, du bleibst einfach mal draußen. Ich finde das eigentlich eh ein bisschen merkwürdig. Warum ist Girafarik Normal-Psycho? Nur damit es nicht empfindlich ist gegen Geisterattacken, damit es dagegen immun ist, ist irgendwie gemein. Naja, Flammenwurf, dann wird die Giraffe eben geröstet. Ist doch eigentlich auch das einzige Pokémon, dessen Name von hinten nach vorne gelesen genau gleich ist. Also lest mal Girafarik von hinten, dann kommt auch Girafarik raus. Das ist richtig geil, das ist ein Palindrom, nennt man das. So, gewonnen. Du kennst deine Seele besser als ich, deshalb habe ich verloren. Ja, weil deine Pokémon halt schwach sind. Geben die mir eigentlich irgendwelche Tipps? Du hast auch deine Seele gesteckt, nicht nur deine Fähigkeiten. Naja, gut. Ich habe gedacht, ihr gibt mir vielleicht irgendwann einen Tipp, wie ich zu Sabrina komme. So, die ist jetzt direkt unter mir. Mann, wie komme ich jetzt zu dir? Vielleicht hier lang? Nee. Wie komme ich zu Sabrina? Jetzt bin ich wieder bei dem Typen. Warte mal, oder? Das hier hinten links?
Das ist nämlich etwas, was ich an dieser Arena hasse. Das Karate-Dojo, nehmen wir aber früher die Pokémon-Arena der Start. So, diesmal hätten wir hier Psycho Rainier oder so ähnlich. So, Pantimos. Ist doch nur ein Clown. Flammenwurf. Und tschüss, Mann. Tja, Tanupta ist einfach schon zu stark. Aber da habe ich nichts dagegen. So, ein Owei. Owei, Owei. Das wird nicht viel ausrichten können. Ein Haufen blöder Eier. So, Flammenwurf. Obwohl, für mich persönlich sieht das jetzt nicht gerade unbedingt aus wie ein Pflanzen-Pokémon, aber es ist es eines. Aber naja. So, jetzt gibt es Spiegeleier. Richtig lecker. Tschüss. So, und was jetzt noch? Ein... Oh, noch ein Owei. Ach, bitte, das ist ja langweilig. Langweilig. Flammenwurf. Er hat doch keine Chance. Sabrina werde ich auch besiegen. Aber noch bin ich ja nicht bei ihr. Mit dir kann ich mich nicht messen. Selbst der Karate-Meister, der Leiter des Karate-Dojo persönlich, musste eine ziemlich üble Niederlage von Sabrina einstecken. Ja, und genau aus dem Grund wurde das halt dann die Arena von Saffronia City. So. Und wie komme ich jetzt nochmal zu Sabrina? Es kann auch sein, dass ich mich immer nur seitlich bewegen muss, also immer nur links oder rechts gehen und nicht nach oben und unten. Zumindest will ich meinen, war das so in Feuerblattgrün. Wenn ich jetzt immer nur das Feld links oder rechts davon verwende, vielleicht komme ich so zu Sabrina. Ich gucke mal, ich gehe jetzt immer nur in die eine Richtung und nie nach oben oder unten. So, komm schon. Ich will... Ja, bitte, habe ich es nicht gesagt, immer nur seitlich gehen, nie nach oben und unten, und jetzt bin ich bei Sabrina. So, Tanupta, wie fühlst du dich? Tanupta ist hochmotiviert, na das klingt doch toll. Ich wusste, dass du kommst. Ich hatte schon vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft ankündigte. Du hast es auf meinen Orden abgesehen. Kämpfe bereiten mir nur wenig Freude, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu überreichen, die sich als würdig erweisen. Wenn das also dein Wunsch ist, werde ich dir meine Psychokräfte zeigen. Eine Herausforderung von Leiterin Sabrina. Sie hat gerade mal 3 Pokémon und sie beginnt mit einem Psyana. Level 53. That's very interesting. Also die hat schon etwas höher gelevelte Pokémon, aber ist ja kein Problem. Flammenwurf. Mal schauen, wie viel das abzieht. Das ist zwar jetzt nicht sehr effektiv, aber egal. Wow, mehr als die Hälfte. Ey, da ist sogar alles, was ein Volltreffer war. Ha, das nenne ich mal Glück. So, Psyana konnte gar nichts machen und, boah, fast ein Level up. Und, oh, jetzt noch Pantimos. Okay, jetzt tausche ich aber aus. Natürlich auf meinen Simsala, weil mit dem Spuckball wird sie sicher nicht gerechnet haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte es auch nie mit dem Volltreffer gerechnet, aber umso besser. So, Spuckball, oder? Nee, wartet mal. Erstmal Gedankengut, um mich mal zu boosten. So, Spezialangriff von Sala steckt, Spezialverteidigung steckt, Pantimos macht Mass, Psychokinese auf ein Psycho-Pokémon, sehr schlau. Nicht wirklich, so, nicht sehr effektiv, aber ey, sehr fies, Spezialverteidigung von Sala sinkt. Na gut, aber der Spezialangriff ist immer noch höher, also durch das Gedankengut, so, egal. Spukball! Take this! So, das kann es unmöglich überleben. Spukball ist eine starke Geisterbank. Was? Es hat es überlebt? Nein! Das gibt's doch nicht! Fiesmann! Ja, Volltreffer, ey! Sag mal, geht's noch? Schwierig sinkt die Spezialverteidigung. Mann, ey! Genesung! Und sie macht auch Top-Genesung, so klar. Das war so klar. So, wir heilen uns lieber so. Das war leider nicht ganz voll, aber egal. So, komm, ich mach nochmal Gedanken. Gut, das wird mir sonst zu blöd. Wie fies, normalerweise dürfte nicht immer die Spezialverteidigung sinken, wenn man von Psychokinese getroffen ist, nur manchmal. Oh, Lichtschild, na super.
Ah, erhöhte Spezialverteidigung. Verdammt! Spukball! Jetzt wird er natürlich trotz alledem wenig abziehen, weil da werden ja alle speziellen Attacken geschwächt. Obwohl, es hat mehr als die Hälfte abgezogen. So, Mimikry! Pantimos erlernt Spukball. Alter, na klar. Aber egal, vielleicht besiegt es der Spukball eh schon. So, komm schon! Und... jawohl! So, dein Mimikry kannst du sonst wohin stecken. Und jetzt kommt ihr letztes Pokémon. Was könnte das wohl sein? Genau, sie hat selber ein Simsala. Auf Level... 55, oh weh. Mich beschleicht eine leise Ahnung, worauf das hier hinausläuft. Ja, nämlich auf deine Niederlage. So, aber ich habe jetzt das Gefühl, dass dieses Simsala wohl vor meinem angreifen können wird. Aber mal gucken. Spukball! Ja, Reflektor. Na klar, es erhöht jetzt auch noch die physische Verteidigung, aber bringt nicht viel. So, Spukball! So, und das zieht mehr als die Hälfte ab. Sehr gut. Oh, was macht es? Es mampft eine Beere. Na, so klar. Citro-Beere füllt KP auf. Fiesmann! So, es ist ein Sauna. Energieball. Was? Das ist eine Pflanzenattacke. Na, das dürfte aber nicht so viel abziehen wegen der erhöhten Spezialverteidigung. So, Spukball. Komm, besiege es. Ich glaube, das wird es überleben, oder? Nein! Es war ein Volltreffer und ich habe gewonnen! Haha! Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Ich habe gewonnen, Leute. Und Level Up für Simsala ist recht Level 51. Super! Ah, jetzt verstehe ich. Boah, 13.200 Pokédollar, so geil! Diese Stärke, in meiner Vision warst du viel schwächlicher. Scheinbar kann nicht einmal ich in die Zukunft vollständig vorhersehen. Aber gut, hier, das ist der Sumpforden, du hast ihn dir verdient. Alex erhält den Sumpforden! Dass du so stark sein würdest, konnte ich nicht vorhersehen. Das bedeutet, dass deine Stärke meine übernatürlichen Kräfte weit übertrifft. Hier, bei dir ist diese TM besser aufgehoben. TM 48 erhalten. In ihr ist die Attacke Wertewechsel enthalten. Sie tauscht die Fähigkeiten deines Pokémon denen deines Gegners. Du hast eine strahlende Zukunft. Irgendwann wird man dich mal als Champ aller Champs feiern. Hey, da hast du gar nicht mal so unrecht. So, und mit dem roten Feld komme ich natürlich wieder zum Eingang. Wunderbar, hat es richtig schön geklappt, in diesem Part hier Sabrina zu besiegen, oder was meinst du? Das war ein fantastischer Kampf. Ja, finde ich auch. So, und jetzt haben wir hier den Sumpforden von Sabrina, wobei, da gibt es ja eine sehr interessante Sache. Eigentlich müssten wir von Sabrina einen ganz anderen Orden bekommen, aber das war mal vor langer Zeit, das war noch zu Zeiten von der roten und der blauen Edition, also ganz zum Anfang von Pokémon, gab es da mehr oder weniger eine Art Übersetzungsfehler, weil eigentlich müssten wir den Sumpforden von der Arenaleiterin links neben Sabrina bekommen, also die jetzt hier links zu sehen ist. Von ihr sollte man ursprünglich eigentlich den Sumpforden bekommen, weil die hat sich nämlich auf Gift-Pokémon spezialisiert. Ein Sumpf kann ja theoretisch giftig sein wegen Schlamm und so, Giftschlamm und hin und her. Und eigentlich sollte das der Orden sein, den man dort bekommt, weil von ihr bekäme man dann nämlich den Seelenorden. Und Seele hat ja eher was mit Psycho und so weiter zu tun. Also das sind eigentlich quasi die beiden Orden vertauscht. Die sind eigentlich falsch. Eigentlich müsste das genau umgekehrt sein, aber das konnte irgendwie leider nie berichtigt werden und mittlerweile wurde das scheinbar immer so belassen. Also eigentlich, wie gesagt, gehört der Sumpforden zu einer anderen Arena und der Seelenorden gehört eigentlich zu Sabrina. Aber das ist halt leider etwas, was nie behoben wurde. Also es ist mittlerweile schon so beibehalten worden. Aber egal. Leute, das war ein weiterer Arena-Kampf hier in Kanto und mal sehen, in welche Stadt ich als nächstes gehen werde. Auf jeden Fall muss ich irgendwie einen Weg zum Kraftwerk finden, um dort das Problem zu lösen, aber das wird noch ein Weilchen dauern. Und wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare eure Meinung zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, würde mich mal interessieren. Und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Macht's gut, Leute, und tschüss!